Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Schwestern, hier sind wir mit der Hoffnungs-Botschaft. Die Bibel lehrt uns, dass als das Wort Gottes verkündigt wurde im Haus von Cornelius, dann auf einmal mittel in der Predigt kommt der Heilige Geist über die Menschen. In Petrus, der hat ihm gedacht, in der Stunde, dort wird gesagt, wie im Wort Gottes, dort da wird einer kommen, der wird taufen mit dem Heiligen Geist. Und dass Jesus den Menschen taufen wird mit dem Heiligen Geist, der an ihm lebe, der das Wort Gottes abnehmen, der Jesus Christus annehmen in ihrem Leben. Die wurde gedeibt mit dem Heiligen Geist. Wir haben vorhin gehört, dass wenn ein Mensch gedeibt wird, dass man sagt, wie deibt die im Namen vom Vater, vom Sehnen, vom Heiligen Geist. Aber wie war allein ich, was dort bedeutet hat? Deibt bedeutet das einfach, dass sie nennen gebracht wurde, eine Gemeinschaft. Das ist es, wenn sich wer wird im Wurter unjaducke, das Wort deipe. So, gedeipt wurde im Namen vom Vater, vom Sehnen, vom Heiligen Geist, dort es wird ganz graute. Wenn der Heilige Geist über uns kommt, dann kommt die Kraft Gottes, die jeden Wort Gottes in uns Leben nennen. Dann kommt die Kraft Gottes, die uns sagt, dass wir Gott seine Kinder sind, die uns die Augen aufmachen, die dort wieder Wut verstohlen können. Und der Heilige Geist hat uns führen und leiden. Wir tun eine Gaut daran, wenn wir uns Hort aufmachen und sagen, Gott, wie wollen wir gedeibt sein mit deinem Heiligen Geist? Bloß die, was Jesus in ihr Hort abgenommen hat aus ihrem persönlichen Erlöser in Heiland, können gedeibt worden mit dem Heiligen Geist. Weil wir beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bist in mein Hort gekommen, dass du mir meine Sünde verzeiht hast. Und ich bete, dass du mich deipen lässt mit deinem Heiligen Geist. Dass du mich fallen lässt mit deinem Heiligen Geist. Dass es überschillen lässt von deiner Kraft, von deiner Leib, von deiner Jähnwut in mein Leben. Und dass ich kann für andere Menschen zum Sehen sein. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Töp mocht bei der Nummer Jesu groß schreiben über Paraguay in der Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.